Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Kartell Tycoon. Unser Kurz-Let's Play, wo wir uns mal das anschauen, wie man nicht illegale Dinge tut, weil illegale Dinge tut man einfach nicht. Wir haben wir jetzt den... Ah, wir haben tatsächlich Miguel auch. Der steht ja 2 Stufen unter uns. Was ist denn der für ein Schwan? Sollte der nicht eigentlich über mir stehen? Wie auch immer. Unser Kumpel oder unser Auftraggeber Miguel ist auch da. Wir dürfen uns jetzt mit der ersten anderen Gang anlegen. Wir haben jetzt hier oben noch eine Meldung. Eroberung. Du kannst feindliche Gebäude und Gebiete einnehmen. Aggressor muss höher sein als die Verteidiger. Klar. Gegnerische Gebäude zu erobern müssen Leutnants dorthin entsandt werden. Klar, feindliche Gangs werden in regelmäßigen Abständen deine Produktionsgebäude und Dörfer angreifen, wenn sich sie in deinem eigenen Untergrund befindest. Gebäude und Dörfer in deiner eigenen Region sind permanent geschützt. Okay. Um in eine Region zu kommen, musst du Leutnants in die Hauptstadt schicken. Wenn dir ein feindlicher Gang besiegst, ändert sich der Status der Region. Sprich mit dem Bürgermeister. Je stärker der Angreifer ist, desto schneller die Eroberung. Die Eroberungsprozess erzeugt Terror. Terror ist es hier oben. Terror. Dieser Wert spiegelt den Ausmaß deiner rechtswidrigen Handlung und deinen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit wider. Ah, schlechter Ruf. Ich befreie die von Mafiosi. Wenn ein Terror ein bestimmtes Level erreicht, werden die Sicherheitskräfte auf dich aufmerksam beginnen, dich zu bekämpfen. Selbst wenn er abflaut, bleiben die Aufmerksamkeitssterne für dich im... Okay. Ja, okay. Okay, wenn sie einmal auf uns aufmerksam geworden sind, sind sie aufmerksam. Bürgermeister verfügen über die Fähigkeit Gefallen, die du einsetzen kannst, um Terror zu verringern oder die Sterne einzufrieren. Aufmerksamkeit durch das Gesetz. Als Terror erhältst du Aufmerksamkeitssterne. Diese stehen für die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. Yay. Die Behörden nehmen Gebäude ins Visier, die aufgrund zu geringer Lagerkapazität überfüllt sind. Maximiere die Effizienz deiner Produktionsketten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jede Behörde hat ihre eigene Methode im Kampf gegen deine illegalen Geschäfte. Und Krieg. Gruppen des Kartells können in Gebäuden oder Städten mit feindlichen Gangs aneinander geraten. Die Dauer des Kriegs hängt von dem Stärkeunterschied der Teilnehmer ab. Je größer der Unterschied, desto schneller endet der Konflikt. Solange der Krieg andauert, steigt die kontinuierliche... Okay. Krieg beginnt. Du entsendest einen Leutnant, um eine Stadt, ein Gebäude oder einen Umschlagplatz des Gegners einzunehmen. In diesem Fall kannst du den Krieg beenden, indem du Leutnants aus dem Gebäude oder der Stadt abziehst. Eine feindliche Gang greift deine Stadt an, also umgekehrt, klar, wir greifen uns gegenseitig an, egal wer jetzt der Aggressor ist, und solange gibt es hier oben auch Terror. Und so. Wenn du in Krieg sterben alle Beteiligten. Okay, wenn wir besiegt werden, werden wir logischerweise besiegt. Versetze Leutnants mit ausreichend Stärke zum Hafen des Gegners in Puerto Rocha. Erobere den Hafen in Puerto Rocha. Das ist der hier. Und woher weiß ich jetzt, wie stark der ist? Gar nicht. Also der Punkt ist, wir haben 3 Leute. Wir selber, schauen wir es mal hier an. Wir selber haben Stärke 3. Er hat, Miguel hat Stärke 0. Tony hat Stärke 4. Okay, dann würde ich sagen, fahren darüber. Ah, 3-3. Okay, fortfahren. Fahren. Hier rüber. Und jetzt haben wir 7-3. Okay, wir haben Pause, nehme ich übrigens raus. Pause nehme ich raus. Was können wir mit dir dabei machen? Stilles Attentat, Gebäude abreißen, liefern, fahren, mach einen Deal. Lass uns einen Deal machen. Liefere 100 Einheiten Opium für einen Bonus von 10%. Deal. Okay. Ja, wir sollen 100 Einheiten Opium verkaufen. Ach, wir haben da auch noch Zeit. Oh Gott. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir das rechtzeitig schaffen. Ja, ansonsten Konflikt im Hafen. Zeitpunkt 7.1.90. Untersuchen. 4-3 momentan. Hier oben der erste Terror steigt. Aber jetzt kommen wir auch noch an. Bam. Aufs Maul. Ja, schau. Geht richtig schnell. Geht richtig schnell. Hafen gleich erobert. Hafen check. Okay, 12 Opium haben wir schon verkauft. Bam, neues Kapitel. Der Hafen wurde erobert. Der Hafen ist ganz in Rot getaucht. Inmitten der Aufräumarbeiten nähert sich Caesar einem Leutnant, der eine Leiche ins Hafenbecken wirft. Ja, ob das jetzt so schön ist, muss ich die ins Hafenbecken schmeißen?
Lugartendiente. Hast du Miguel gesehen? Laut dem Befehl, den er hinterlassen hat, sollst du eine Versorgungskette zum Hafen aufbauen, Capo. Du musst dabei aufpassen und eine Werkstatt benutzen. Eine Werkstatt? Was ist Werkstatt? Die Zollbeamten dieses verfickten Gringos prüfen jede Fracht, die du übers Land oder übers Meer transportieren wirst. Deshalb müssen wir sie in legale Produkte schmuggeln. Muy chévere. Chévere, keine Ahnung. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Sie, mi capo, aber woran denkst du? Der kann doch nicht denken, dachte ich. Der Mann, mit dem du Geschäfte machst, heißt Miguel Angel Gacha, aber man nennt ihn El Virunas. Derselbe El Virunas, der seine Opfer verführt, bevor er ihre Seelen stiehlt. Mach dir nichts aus diesem Spitznamen, mein Freund. Sie sind genauso eine Fassade wie unsere falsche Pracht. Sie nennen mich Gusanito. Nee, Dragnerito. Würdest du mich einen Wurm nennen? Warum? Glaubst du, er hat nach einem neuen Partner gesucht? Weil sein ehemaliger Freund die Taschen bewachen sollte und am Ende im Inneren gelandet ist. Du solltest aufpassen, mi capo. Bist du meine Mutter? Wenn ich meine ganze Zeit damit verbringen würde, einem Verdacht nachzujagen, hätte ich keine Zeit mehr für etwas anderes. Ach komm, Lugar, irgendwas, hab etwas Vertrauen. Wir haben zu tun. Ja, wahrscheinlich wird es genauso sein. Ist ja nicht unbedingt so untypisch. Betrug und sowas. Die Forschung. Um Zugang zu einem Forschungszentrum zu bekommen, musst du eins in einer von dir kontrollierten Stadt bauen. Du kannst dann über das Menü am unteren Bildschirmrand oder durch Klicken auf das Forschungszentrum auf die Karte. Durch Forschung erhältst du Zugang zu neuen Gebäuden, bla bla bla. Forschung kostet Zeit und Geld, logisch. Drogenprozesse. Opium Farm, Kokain Farm 3, Trockner Labor, Meth Chemie, Chemiefabrik Labor 3. Warum ist das hier grau? Getrocknetes Cannabis Farm Trockner. Nochmal Kokain, Farm 3, Trockner 2, Chemiefabrik 3, Labor 2. Das ist jetzt hier der Unterschied. Nochmal Meth. Wahrscheinlich höhere Raten oder irgendwie sowas. Okay. So, weg, weg. Abgeschlossen, falsche Fracht. Neue Quest erhalten. Ja. Umschlagplätze müssen mit Hilfe eines Leutnants gehalten werden, damit sie nicht hier liegen. Okay. Ja, okay, wir lassen mal beides dabei drinnen. Kontrolle behalten. Du musst alle deine Kontrolle umschalten, genau, bevor sie angegriffen werden. Spezielle Anzeige, wie viel Zeit Kontrolle ist. Ja, stationiere deine Leutnants. Ja. Ende der Herrschaft. Das Ende der Herrschaft tritt nach dem Tod des aktuellen Capo ein. Er führt zur Zerstörung des Imperiums oder dem endgültigen Tod. Was? Ich kann sterben? Okay. Wenn Capo getötet wird, sich jedoch mindestens ein weiterer Leutnant in deinem Kartell befindet, beginnt die Zerstörung des Imperiums. Du kannst das Spiel nach der Zerstörung des Kartells fortsetzen, indem du einen anderen Leutnant als Capo einsetzt. Die Strafverfolgungsbehörden werden einen Teil von dir gebauten Brücken beschlagnahmen und zerstören. Einige von dir eroberte Regionen werden Gegner schon neutral gebaut. Okay, Strafverfolgungsbehörde tötet mich. Höchste Terrorstufe. Capo stirbt in einem Krieg. Leutnant mit niedriger Loyalität tötet Capo. Capo wird Kartell getötet, sobald das Geld ausgeht. Okay. Ja, ist also jetzt nicht unbedingt so ideal, dass wir uns da hinstellen. Geh mal in die Residenz dabei. Was haben wir denn hier? Naja, okay. Achso, wir verlieren den jetzt gleich, oder was? Aber du darüber, auch wenn du keine Stärke hast. So, dann sollen wir ein Forschungsgebäude bauen. Forschungszentrum. Kann ich nicht errichten. Installiere einen am Flughafen, genau, einen am Hafen haben wir gemacht. Kontrolle wiederhergestellt. Achso, das war die ganze Quest, okay. Jetzt geht es dann bestimmt gleich weiter mit den Gebieten hier. Was haben wir denn dann hier? Eine Opiumfarm und ein Lager, ja gut. Lager 2 sogar. Guerillas. Demnächst, okay, gibt's noch nicht. Ja, haben wir Opium-Deal. Falsche Fracht, baue eine Werkstatt, produziere 40 Einheiten Opium, in Gemüse verpackt, verkaufe 120 Einheiten Opium, okay. Das erste, was ich gerne machen würde, ist unser Opium ausbauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch mehr.
brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Straße. Und unserem Deal schafft man wahrscheinlich auch nur schwer. Jawohl. Komm mal du, mach mal hier fahren, zack. Und dann gehen wir kurz runter, liefern Opium Flughafen. Das ist das hier, Ausrufezeichen. Ist von keinem Lager gesteuert. Ah! Auch ein weiteres Lager. Lager. Machen wir es mal hier. So. Und dann Straße. Ich hätte gerne Straße, 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 Straße. Weiteres Lager stört er jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das wäre der Opium-Deal, ist schon mal kommen. Ist jetzt schon mal fertig. Ach, du wirst auch nicht von dem Lager gesteuert, okay. Kann ich das verschieben? Nein, kann ich nicht. Okay, machen wir es anders. Wir bauen noch ein Lager. Bauen wir jetzt mal hier so hin. Und das da hier. Nicht das abreißen. Machen wir mal aus kurz. Zack. Lieferung abbrechen. Fahr mal darüber. Würde ich gerne abreißen. Ah. Okay. Dann machen wir hier einfach noch so. Und hier könnten wir dann notfalls auch mal was anders hinbauen. Okay. Wir sollen Opium in, also erstmal brauchen wir eine Werkstatt. Ja, dann bauen wir doch hier gleich die Werkstatt hin, oder? Kann ich jetzt hier noch. Ein bisschen doof, die kann ich hier die Straßen auch irgendwie abbrechen? Gut. Dann bauen wir die Straße hier so hin. Okay. Wir haben hier ein Fragezeichen. Wenn du nicht genug produzierst, kannst du versuchen, es in einem umliegenden der Dörfer zu kaufen. Okay. Wir brauchen Gemüse oder sowas, ja. Das heißt, wir machen Ressourcen, Farm. Ah, hier, Gemüse. 30%. Das ist nicht viel. 30% ist nicht so viel. Ich werde es jetzt trotzdem mal bauen. So. Gut. Aber wir können es eben auch von den umliegenden dann bauen. So, Gemüse und Opium. Jetzt ist nur die Frage, muss ich jetzt halt statt Flughafen vielleicht sagen Werkstatt? Wird von keinem Lager gesteuert, natürlich.
Da. Lager. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wie ich mir das gerade vorstelle. Du fährst mal da zurück. Keine erreichbaren Ziele. Logistik. Zusätzliche Ziele. Hafen. Das passt schon mal. Statistik-Info. Ja, jetzt brauchst du halt Gemüse, gell? Was ich jetzt praktisch fände, wenn wir bist du angehalten? Ja. Wenn man zum Beispiel sagen könnte, wenn hier voll ist, bringst du den Rest zum Flughafen. Aber ich nehme mal, ich schätze jetzt einfach mal, da braucht man eine Lagerstufe 2. So, Forschung. Ah, hier war der Zirkus, genau. Unter Kontrolle Regierung. Unter Kontrolle Regierung. Okay, wir haben hier anscheinend ein Forschungszentrum, weil wir können es auch nicht bauen. Eins von eins. Aber es ist unter der, unter der Kontrolle der Regierung. Und hier... Ach, hier ist auch ein Forschungszentrum. Okay, aber alles unter der Kontrolle der Regierung. Mhm. Wir haben übrigens 13 hier schon produziert, aber noch nichts an den Hafen verkauft. Wahrscheinlich, weil wir ihn auch aktivieren müssen. Und jetzt fahren die ersten los. Jetzt fahren die ersten los. Ich liebe es, wenn mein Drogenkartell funktioniert. Oder wie Hannibal gerne gesagt hat, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Übrigens 30.000 sauberes Geld. Hört sich mal grundsätzlich gut an. Was willst du jetzt? Ach, okay, kein Gemüse. Wie können wir denn jetzt hier eigentlich dazu kaufen? Fernseher. Ach, da können wir es drin verstecken, in Spielekonsolen, okay. Ja, und wie kann ich jetzt sagen... Kauf mal hier zu bei Einheimischen. Achso, jetzt fehlt mir aber das Opium eigentlich. Ich schon, wir bräuchten eigentlich noch mehr Opium. Problem ist bloß, wir Opium, wir haben keine 100%, keine weiter. Doch, hier unten wäre noch 100% Opium. Immer natürlich eine blöde Überschneidung. Also okay, die Gebäude könnte man natürlich ein bisschen idealer bauen. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Wenn ich jetzt mal sage, ich baue 1, 2, 3, 4. Und ich baue vor allen Dingen hier nochmal ein Lager. Dann brauchen wir natürlich eine Straße. Na? Straßenführung ist hier ein bisschen...
Ja, noch mehr Opium für die Menschheit. Und dann machen wir es nämlich jetzt anders. Die vier. Du bringst jetzt dein Opium mit zum Flughafen. Und die vier. Werkstatt. An. Ich gebe genügend Mittel für was? Dumm? Ich glaube, es war gerade nur ein bisschen verbuggt, nehme ich mal an. Und wieso kann ich jetzt hier nicht hinliefern? Wir haben 16.000 schmutziges. Ach so, wahrscheinlich kein. Kein schmutziges Geld, das hingeliefert wird. Neues Ziel hinzufügen. Warum geht das jetzt gerade nicht? Die abendliche Stille des Hafens durch den Klang eines Schiffshorns unterbrochen. Miguel und Caesar begutachten gemeinsam den Anlieger. Weißt du, Caesar, ich denke, wir sind unserem bescheidenen Haus entwachsen. Das ist Teil des Geschäfts. Wir streben immer zum Sonnenlicht. Rede Klartext, Miguel. Eines habe ich dank meiner religiösen Erziehung gelernt. Männer, die in Bildern sprechen, wissen selten, wovon sie reden. Miguel lacht und bietet Caesar eine Zigarette an. Der nimmt sie. Sehr gut. Über den Hafen abgewickelte Verkäufe bringen soliden Profit ein, aber wir zahlen Unsummen dafür, dass der Bürgermeister ein Auge zu tut. Dieser Ärger hätte es nicht gegeben, wenn wir die Region kontrollieren würden. Rente? Ich glaube ja. Aber in Puerto Rojo gehört der Regierung und nicht irgendeiner Gang wie der Hafen. Wie sollen wir sie ihn abluchsen? Du wärst überrascht, wie wenig Wert ein Politiker auf sein Volk legt, mein Freund. Wie bei uns in Deutschland. Wenn wir mit ihnen reden, werden wir sicherlich einen Deal machen können. Okay, sobald der Deal abgeschlossen ist, werden wir die Regierung. Das Schiffshorn ist wieder zu hören und die beiden Männer winken, als das Boot im Abendnebel verschwindet. Dieser macht sich in die Stadt auf, während Miguel ein breites Grinsen. Estupendo. Stimmt, irgendeine Beleidigung. Ja, jetzt habe ich aber immer noch das Problem. Wir haben eine neue Quest und so. Ja, wir sollen Bürgermeister übernehmen. Wenn du die Kontrolle über sein Gebiet erlangst, schaltest du dir die einzigartige Fähigkeit des Bürgermeisters frei. Gefallen. Diese gewährt dir den Zugriff auf 4 Aktionen, die der Bürgermeister für dich ausführen kann. Manche Aktionen können blockiert werden, nicht genügend Loyalität hast. Okay, Loyalität. Dieser Wert spiegelt die öffentliche Meinung über dein Kartell wider. Erhöht die Loyalität ist erforderlich, um Bürgermeisterquests in neutralen Gebieten auszuführen und seinen Gefallenfähigkeit zu nutzen. Loyalität steigt, wenn du Waren und Ressourcen in Dörfern kaufst, Gebäude in Städten baust, die Loyalität. Okay, aber bevor wir das machen. Müsste ich halt jetzt. Ich sehe gerade, der fährt ja das Opium schon dahin. 1, 2, 3, 4. Werkstatt. Aber was habe ich denn hier gebaut? Lager. Hier fehlt Opium. Das geht. Steht jetzt gerade kein Mensch, oder? Probier mal was anderes aus. Ich weiß, Geldverschwendung, aber Logistiklager. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Ich nehme an, dass die Straße. Okay, wir haben keine Möglichkeit. Mit einem Lager alle Dinger hier zu transportieren. Kann ich denn? Hier wäre nochmal 100%. Hier wahrscheinlich nicht mehr. Ich
Okay, jetzt ist das meiste, bringe ich jetzt zum Flughafen. Na gut, dann soll es halt so sein. Ich überlege nur gerade, ob ich das Lager hier runter versetze und hier nochmal zwei Opiumfarmen einfach hinbaue. Oder wir lassen es jetzt erstmal so. Installiere einen beliebigen Leutnant in Armando in der Region Armando. Ja, okay, das sind dann einfach wir. War mal. Achso, in Armando. Städte müssen mit Hilfe eines dort angesiedelten Leutnants gehalten werden, damit du nicht die Kontrolle über sie verlierst. Ja, okay. Passiert anscheinend gerade schon. Okay, ja. Kontrolle wiederhergestellt. So. Sprich mit dem Bürgermeister von Puerto Rojo und nimm seine Quest an. Okay, aber Leute, bevor wir die Stadt jetzt übernehmen, machen wir erstmal einen Cut. Folge 2 hiermit beendet. Wie gesagt, ich finde das Spiel relativ interessant, aber reinfieseln muss ich mich genauso wie ihr. Bisher finde ich es leider noch ein bisschen eingeschränkt. Also ich meine, man lernt ja das Spiel noch. Ein bisschen eingeschränkt finde ich es noch. Ich würde tatsächlich schon gerne auch andere Sachen anbauen. Also am Anfang schon ein bisschen größeres Spektrum haben. Was sind jetzt hier schon wieder? Wir zahlen einfach alles mit sauberes Geld. Das ist das Einzige, was ich bisher zu sagen habe. Ansonsten ist halt eine typische kleine Wirtschaftssimulation. Was wir anbauen und verkaufen, spielt mal grundsätzlich keine Rolle. Deswegen, ja, bisher eben das typische kleine Spielchen. Mir gefällt es bisher. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.